Hi, hier ist Marc. Ja, heute das Video, so lernt man den Manual. Und ich weiß, der Manual ist vielleicht nicht so kompliziert wie der Bunny Hop oder das Hinterrad versetzen, weil es nicht so viele Bewegungsabläufe in einem sind. Aber viele beißen sich da die Zähne aus, sagen, schon seit Jahren übe ich den Manual, komme nicht weiter. Ja, ich habe zum Manual ein Online-Coaching gemacht, das heißt ein Videopaket mit 8 Videos, 8 Lektionen, die ihr üben könnt. Das findet ihr unten verlinkt. Und dann kann man in der Facebook-Gruppe und Feedback von mir und anderen bekommen, wie gerade der Übungsstand ist. Ja, das würde ich euch empfehlen. Heute schon mal die Inspiration, wie könnt ihr üben, im zusammengefassten Video. Ach so, ich habe es auch schon mal erwähnt, falls ihr euch wundert, ich arbeite jetzt auch für die Bikeschule Rockmar Trail, weil ich neben meinem Beruf im Medienbereich auch weiter Kurse geben möchte. Und Daniel hat eine große Bikeschule, wo ich einen Platz gefunden habe, da bin ich sehr froh, deswegen das Trikot. Wenn ihr den Affiliate-Link hier unter dem Video zu den Kursen von Rockmar Trail klickt, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr müsst aber keinen Aufpreis zahlen, so könnt ihr mich unterstützen. Ich gebe weiter hier auch Kurse im Hochsauerland, aber die Kurse von Rockmar Trail sind deutschlandweit und da kann jeder etwas finden, um mit Anleitung auch besser zu werden. Der Manual auf dem Hinterrad rollen, vielleicht im Trail über eine Wurzel drüber oder durch eine Mulde quasi. Das wollen viele. Manche wollen auch Manuals länger schaffen, das heißt auf einer Straße vielleicht mal 10 Meter, 20 Meter oder so üben. Und da ist wieder der Klassiker. Ihr müsst wirklich den Biss haben, da zu üben. Ich verlinke euch mal unten das Video von Tanja. Die hat bei mir mal einen Kurs gemacht und hat danach weiter den Manual geübt. Danach haben wir uns für einen Videodreh wieder getroffen. Da berichtet sie, wie lange sie gebraucht hat. Und die ist jetzt wirklich manualmäßig so gut unterwegs und kann komplette Berge runterfahren auf dem Hinterrad. Das finde ich einfach für euch eine super Motivation. Ihr müsst wirklich viel üben. Zur Bewegung. Ja, der Manual. Man kann verschiedene Bewegungen anwenden. Trotzdem fange ich mal an mit einer guten Prägung. Das ist der Manual-Impuls mit der sogenannten L-Form. Das heißt, wenn ihr in der ganz entspannten Haltung fahrt, aufrecht, Beine gerade, Arme gerade, könnt ihr euch sehr dynamisch nach unten bewegen. Arme und Beine beugen sich. Dadurch wird dann die Federung komprimiert und ihr könnt von da aus explosiv den Lenker nach vorne schubsen. Dann wandert euer Körperschwerpunkt nach hinten. Achtet dabei auf die hängende Ferse, die ihr eh haben solltet. Das Bike, die leichte Masse, wird euch folgen und das Vorderrad geht hoch. Die Arme sind quasi wie Seile und es sollte verhindert werden, dass ihr versucht, unbewusst oder bewusst das Vorderrad noch höher zu ziehen. Ein kleiner Sicherheitshinweis, wenn ihr den Manual-Impuls so übt, dann lasst den Finger bremsbereit. Wenn das Vorderrad zu hoch kommt, könnt ihr die hintere Bremse ziehen, das Vorderrad fällt runter. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, könnt ihr das auch einzeln üben. Kleine Manual-Impulse und dann immer mit der Hinterradbremse beenden. Wenn die Bewegung euch fremd ist oder ihr seid noch sehr in alten Gewohnheiten, sprich ihr zieht den Lenker irgendwie zu eurer Schulter aus den Armen, dann könnt ihr auch mal ganz langsam die Bewegung machen. Das Vorderrad bleibt am Boden. Oder ihr könnt euch über die Worte selber sagen, was ihr machen wollt. Zum Beispiel Arme strecken, damit ihr auch wirklich die Arme streckt und nicht wieder beugt und den Lenker zu euch reißt. Wichtig ist, dass ihr auch den Preload nutzt, das habt ihr quasi schon unbewusst gemacht. Wenn ihr euch sehr dynamisch nach unten werft, dann geht die Federung rein. Und wenn die Federung ausfedert, das können übrigens beim Hardtail auch die Reifen sein und eure eigenen Federelemente, die ihr Arme und vor allen Dingen die Beine, wo ihr drauf steht. Das ist der Manual-Impuls mit der L-Form. Man kann auch die andere Bewegung nutzen. Manche präferieren das. So kriegt man das Vorderrad auch in den Manual, wenn man sich auch wieder explosiv klein macht und dann in der Arm- und Beinstreckung nach oben hinten bewegt, hat man auch das Vorderrad oben. Für ein Manual taugt das. Wenn ihr dann, und jetzt kommt der nächste Part, auf dem Hinterrad rollen wollen, ist es so ein Spiel. Man versucht, den Schwerpunkt über der Hinterradachse zu haben. Dadurch ist es so, dass man über quasi den Sweet Point das Vorderrad oben lässt und da muss man sich herantasten. Man kann die Beine strecken und beugen. Es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn man im Manual immer so ein bisschen das Tretlager, die Pedale nach vorne schiebt, dann wieder beugt. Lasst den Finger auf jeden Fall bremsbereit, falls ihr zu viel gemacht habt. Aber achtet darauf, dass ihr es wirklich über das Austarieren macht und nicht mit der hinteren Bremse wie bei einem Wheelie bergab oder so steuern würdet. Ich werde in dem Online-Coaching noch mehr Tipps dazu geben, auch zu den typischen Federbildern. Ihr findet den Link unten, dann könnt ihr in der Videoanalyse vergleichen. Ganz wichtig nochmal, der Manual ist sehr viel Kopfsache. Einerseits, weil es natürlich für den Kopf
ja, ungewohnt ist, sich so explosiv nach hinten zu werfen. Wenn man den Lenker nach vorne schubst, dann kann man auch diese Überschlagsangst nach hinten bekommen. Und da muss man wirklich sich Schritt für Schritt herantasten. Das ist eine ganz natürliche Angst. Und deinen Kopf dann überzeugen, dass das geht. Die andere Kopfsache ist, viele denken schon, mein Bike kann das nicht, weil ich habe einen 29er, ich habe ein E-Mountainbike. Die anderen, meine Kumpels, die fahren leichtes Enduro oder fahren ein Dirtbike, da geht das so einfach. Mit meinem Rad geht es nicht. Wenn ihr so denkt, dann wird es auch nicht gehen. Ihr müsst einfach dann noch mehr Dynamik reinbringen. Wer natürlich sehr klein ist und andere Hebel hat als große Leute, wird auch noch mehr Schwung in der Bewegung nutzen müssen, noch mehr die Federung nutzen müssen. Aber ihr werdet es auch mit eurem Bike hinbekommen. Und bleibt dran, übt den Manual, macht es Schritt für Schritt. Wenn ihr euch sicher fühlt, macht es auch gern bergab, dann wird es immer stabiler. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr da weiterkommt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.